Der DAX-Anstieg findet einfach kein Ende. Es sei ihm gegönnt und all denjenigen, die aktuell noch long sind. Es gibt immer noch keine Anzeichen dafür, dass sich das jetzt bald ändert. Vorsichtig, aus der Hüfte geschossen kann das natürlich jederzeit passieren. Aber erkennbar ist das aktuell einfach noch nicht. Der Tageschart hat heute immerhin schon die 15.100er Marke überschritten, auch wenn wir jetzt aktuell Millimeter tiefer stehen. Also da kann man noch nicht maulig sein. Gucken wir mal über den großen Teich, gucken wir mal, was der Dow Jones bisher gekonnt hat. Der ist aktuell immer noch in seiner Pausephase. Wir sehen, dass auch er ja schön gestiegen ist. Der Teil ist cool. Wir hatten das letzte Hoch hier überschritten, hier im Blick auf den Juni-Kontrakt, allerdings immer noch auf Korrekturkurs. Die Abwärtsseite, das ist allerdings die positive Nachricht, die Abwärtsseite ist ganz klar korrektiv zu werten. Wie geht das? Warum? Naja, es ist keine echte Dynamik. Wir haben hier nur wieder Gegenbewegung. Wir sehen das hier hinten im 15-Minuten-Chart. Also von den Hochs ausgehend haben wir Gegenbewegung, Gegenbewegung, hier Gegenbewegung, hier Gegenbewegung, im Kleinen, da Gegenbewegung, hier wieder. Das ist so nichts gegen eine Gegenbewegung, die kommt auch im besten Bullenmarkt vor, aber die sollten möglichst wenig überschneiden. Und wir sehen schon, dass das alleine vom Anstiegs- und Abstiegswinkel ganz klar dafür spricht, dass das eher eine korrektive Phase ist. Das alleine ist noch nicht verlässlich. Für mich gilt dann in so einem Fall immer, er muss dann auch wirklich das Interesse zeigen für wieder steigen. Das wäre beispielsweise, wenn wir das letzte Tief angucken, das letzte Tief wäre hier. Davor das letzte Tief war bisher das. Der höchste Punkt dazwischen, das wäre hier ein mögliches. Das war gestern zur Eröffnung, da hatte der Kurs so einen kleinen Ausschlag hier eben gezeigt. Das wäre ein möglicher, ein sinnvoller Einstieg, grundsätzlich gesprochen mal für die Long-Seite. Also wenn ich den höchsten Punkt hier mal ansteuern kann, es ist nicht so leicht, wenn man alt und zittrig ist, aber trotz alledem, dieser Punkt, das wäre etwas, was man ansteuern kann. Für den Future ist das ungefähr bei 33.044. Also ihr seht, da ist noch ein bisschen Platz, bis der Kurs dahin, aber bis dahin gekommen ist, aber das wäre zumindest mal etwas. Ist das wirklich ein Beweis, dass der Kurs dann massiv weiter nach oben geht? Naja, ein Beweis ist das natürlich nie, aber wir wissen, dass die letzte Bewegung hier, sehen wir, dass stark aufwärts gegangen ist, sogar im Übergeordneten stark aufwärts gegangen ist und ganz übergeordnet, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und dass das eben die schwache Richtung ist, also spätestens bei diesen Hochs hat man eine realistische Chance, dass der Kurs wirklich Wumms hat und das auch wirklich will. Muss man wirklich so lange warten? Nein, man kann das Ganze, im Prinzip das gleiche Prinzip, auch auf einer kleineren Zeitebene sich angucken. Die allerdings ist aktuell noch nicht so schön, denn wenn das hier wirklich, den Strich machen wir wieder weg, da verhustet es mir doch glatt die Sprache, also wenn dieses Tief wirklich der Startpunkt der nächsten Aufwärtsbewegung hier sein soll, na, dann müsste es danach so schön impulsiv nach oben gehen und da haben wir schon wieder viel zu viel Wechselspiel. Klar, wir kennen das Spiel gerade zur Eröffnung, ich habe es eben hier im Positiven genannt, da ging es mal hoch und wieder runter. Heute hatten wir es mal umgekehrt, nach der Eröffnung ging es runter und dann wieder hoch. Also wir sehen, der Markt ist bewegt, das spricht dafür, dass er noch nicht entschieden ist tatsächlich. Und deshalb zweifle ich so ein bisschen, ob das wirklich die tolle Gelegenheit ist. Jetzt vor dem langen Osterwochenende ist das sowieso so eine Sache, möchte man das darüber hinweg halten. Ich bin da kein so großer Freund, Intraday-Positionen übers Wochenende zu halten. Dann erst recht nicht, wenn das feiertagsbedingt sogar noch ein bisschen länger ist. Morgen zumindest mal Good Friday ist da sicherlich eine gewisse Gefahr. Zumal morgen trotz alledem die Arbeitsmarktdaten auf dem Programm stehen und dementsprechend ja doch das ein oder andere bewegte Moment nochmal auf den Markt da einströmen kann. Also für mich die Idee ganz klar, ich werde heute Abend die Position dieser Art, dieser Größenordnung natürlich schließen. Also das wäre sicherlich nicht im Sinne, die dann entsprechend zu behalten. So, gucken wir nochmal auf den S&P 500. Der konnte bisher allerdings ganz gut punkten, denn der Markt ist jetzt tapfer unterwegs. Das liegt daran, dass das natürlich so ein bisschen Gemisch ist, Standardwertetitel. Ja, es läuft ja nicht ganz doof an der Börse, insbesondere beim Nasdaq nicht. Und da viele Titel natürlich auch im S&P enthalten sind, ging der Kurs hier ebenfalls nach oben. Auch hier war abzusehen, dass richtige Schwäche eben nicht auf dem Plan steht, sondern dass der Markt generell gesprochen eben ganz klar auf der Aufwärtsseite die besseren Chancen hat. Bleibt der Blick auf den Nasdaq. Mal gucken, was man hier tun kann. Auf jeden Fall haben wir hier diese Trigger-Marke hier gerissen. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen für die Long-Seite. Ich sage es allerdings auch, wobei das nichts unbedingt zu sagen hat, dass das für mich kein sehr guter Trigger ist. Erstens mal jetzt vor den Feiertagen die eine Geschichte. Zweitens, wenn es nur darum geht, die 1:1-Projektion. Jetzt kann man sagen, ja, dann geh doch auf weitere Ziele. Ja, haha. Und das Problem ist, ich kann mein Ziel hinlegen, wohin ich will.
Ich muss es da ja hinlegen, wo die Chancen relativ groß sind. Und die sind bis zu 1 zu 1 halt sehr groß und danach lässt es nach. Weil wenn es doch nur so eine ABC-Bewegung ist, so ein Zigzag beispielsweise, dann läuft da meistens nicht viel weiter. Ich muss also dann schon wirklich auf das extrem bullische Bild hoffen. Und ich habe es hier ja noch eingezeichnet gehabt, auch wenn das nicht zwangsweise so kommen muss, aber dieses Bild ist nach wie vor genauso gültig. Das ist ja etwas, was viele sagen, ja, die Charttechnik, die soll doch immer erkennen können, was passiert. Naja, die Charttechnik kann bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht unterscheiden, ob wir jetzt das bekommen oder ob wir alternativ jetzt das bekommen. Ja, wie blöd ist die Charttechnik denn, dass sie das nicht erkennen kann? Ja, das ist halt so bei der Charttechnik. Das Tolle ist allerdings, wenn man hier ein bisschen drauf guckt, hier ist noch ein bisschen nach oben drin und hier ist ebenfalls ein bisschen nach oben. Und das sind diese Punkte, wo ich sage, mir ist eigentlich egal, welches dieser beiden Bilder bekomme. Wenn ich die jetzt mal ein bisschen hübsch übereinander lege, dann sieht man, dass es mindestens mal so Teilbereiche sind, wo der Markt in die gleiche Richtung läuft. Dann erst fängt der andere an zu kippen. Dafür ist es dann sinnvoll zu sagen, nur im Zweifelsfall habe ich halt einen Stop. Das ist vielleicht auch die passende Idee, die wir aktuell haben. Also wer hier long gegangen ist, das ist ja natürlich ein möglicher Trigger. Sollte allerdings damit rechnen, dass wir hier irgendwo einen Schwächeanfall kriegen. Also das muss nicht sein, aber damit muss man rechnen, dass das passieren kann. Das heißt, dann sollte man, wenn man hier seinen Einstieg hat, überlegen, will ich noch ein Minus akzeptieren oder ziehe ich einen Stop nicht einfach so nach, dass ich sage, hey, wenn er richtig Gas gibt, geil. Oder wenn er nicht Gas gibt, naja, nicht schlimm. Ja, also ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also auf die Chance setzen und das Risiko absichern durch den Stop. Das ist aus der Sicht hier, glaube ich, ein ganz sinnvoller Ansatz. So, ich könnte noch eine Stunde sprechen. Das ist aber an dieser Stelle völlig fehl am Platz, denn ich will euch ja auch selber Spaß am Markt erlauben. Wenn ihr mehr Gemeinsames auch haben wollt, meldet euch an für das Born for Trading, gerne auch für den Trade des Tages, damit ihr immer wieder unsere ganz konkreten Handelsideen und Vorstellungen da bekommen könnt und da nichts verpasst. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als euch ein frohes Osterfest zu wünschen. Natürlich vom Team von finanzmarktwelt.de, aber auch natürlich von meinem Team hier und dementsprechend euch ein paar erholsame, ein paar schöne Tage zu wünschen. Genießt es und dann machen wir nächste Woche weiter. Ich freue mich sehr darauf, denn die Märkte sind so spannend. Da ist immer wieder was Neues, was man sehen kann und wichtiger, was man dann auch tun kann. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße. Frohe Ostern!